Willkommen bei der zwölften Aufnahme bei Rated Gladiators. Was geht denn hier ab? Ah, bei 60 sind wir. Oh, und da mal wieder versagt, ja. Das ist ein Versager. Unser Kandidat muss alle Feinde beseitigen, ohne auch nur einen Kratzer abzukriegen. Ja, wie soll man das denn schaffen, ey? Jüngchen, das schafft man doch nicht. 61. Also bei 90 wurden wir primitiv, ne? Also wir waren dann zum präventiven Affen geworden. Ach, es geht noch bis 90? Ja, es geht noch über bis 100, ja. Seht ihr doch an der Überschrift, ey. Warum fällt ihr überhaupt ein? Verdammt. Ach ja, das kann. Jetzt kann ich das sagen. Und zwar. Ja, das stört mich mit jedem einzelnen hier von euch, ne, der es sieht. Aber ich hab die Lösung für die das Working weitermachen kann. Und zwar ist es, dass McDonald's scheiße ist. Andere sagen jetzt, ich wusste es. Andere sagen, ja, fick dich. McDonald's ist besser, Alter. Voll das beste Essen, Kacker. Ich meine ja nur. Also, das ist ja nur meine Meinung, ne? Also, nicht, dass ihr mir eine Anzeige macht, weil ich mach hier auch keine Werbung für Burger King, aber ich sag euch nur eins, Burger King ist besser als McDonald's. Weshalb? Geht mal bei Burger King essen. Habt ihr das schon mal probiert? Ja? Habt ihr das schon mal probiert? Also, dann müsstet ihr auch eine Antwort haben. Habt ihr bei Burger King probiert? Nee, bestimmt noch keiner. Ja, kannst du auch nicht sagen, dass Burger King Kacke ist. Aber warum geht kein einzelner bei Burger King essen? Mehr bei McDonald's. Erstens gibt es dieses Kackbubble Tea, was man reingepisst hat, und da kommen da so kleine Bällchen raus, kommen die aus dem After, ne? Boah, so eklig, so, boah, muss ich kotzen, als ich das zum ersten probiert habe, so, hab ich mich gekotzt, ey, wirklich. Hab ich direkt auf der Wiese gekotzt, ey, ist ja voll eklig. Ich bin ja Seife oder so eine Scheiße, ey, voll eklig. Und auch zweitens ist das auch noch ungesund, ey. Was habt ihr denn davon? Hä? Gar nichts. Also für die, die Gabel Tee kaufen. Ja. Dann sage ich zum ersten, die Burger bei McDonald's sind getrocknet. Und boah, die Burger sind schmecken wie Scheiße vom geformten Scheißen. Soll man die so aus Scheiße formt und dann so reinlegt. So schmecken die, Alter. Boah. Eklig. Burger King habe ich schon mal. Ja, bei Burger King war ich die öfter aus. Ja. Und, ja, genau, das wollte ich auch noch sagen. Die Fritten sind besser von Burger King. Besser. Und zwar. Freunde. Es gab ja mal so eine Test, ne? Da kam so ein Tester rein, ne? Ne? Kennt ihr ja, also Tester, ne? Wie bei SpongeBob, wenn da ein Tester bei McDonald's, bei Kruste Krabbel macht so ein Tester, ne? Der testet da, lalala. Und dann haben die gesagt, Fritten sind beste Qualität vom Burger King. Schmecken 1A, haben die Tests überstanden. Die Tests bestanden. Bei McDonald's gar nicht. Also haltet mal eure Schnabel, ne? Euch mal sagen. Slash. Jetzt kommt ein Spiel und klatscht euch. Oh Scheiße, das hab ich mein Headset voller weggeschreit. Mann ey. Verdammt, Alter. Ich wollte bei Burger King arbeiten, ey. Du Blöde. Nur wegen euch, hä? Muss Burger King hier pleite gehen, ey. Fuddy. Wenn er pleite geht, ne, dann. Es ist zwar noch nicht, ne? Aber wenn der pleite geht, wegen euch. Bam! Die Fresse. Wenn ich euch bei einmal bei McDonald's sehe,
mich einmal in der Fenster reinschaue. Komm schon bei. Bam! 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 Warum geht ihr nicht beim Burger King kaufen, die Idioten? Erstens billiger und zweitens, was weiß ich. Beste Qualität. Oh, die sind auch voll getrocknet, die Burger. Kein Burger. Ich kann daran denken, wa? Oh, ja, nimm die zu wenig Soße oder so. Ja, könnte sein, ja. Mein Burger King macht ja auch Werbung, ne? Sieht man so beim Beisuch, sagt er, nix sieht man das so gut. McDonald's macht auch voll viel Werbung. Das ist die RTL, wow. McDonald's gibt's auch länger. Aber trotzdem, Burger King ist besser. 1A Qualität, Hamburger. Okay, das Eis schmeckt genauso wie bei McDonald's, aber trotzdem. Ja, das gebe ich zu, dass das Eis ein normales Unternehmen. Schon klar und da. Ja. Wenn ich diesen scheiß Typen da, der Clown da sehe, boah. Dann würde ich nur sagen. Dieser Herausforderungsmodus ist brutal, Kurnita. Unser Kandidat muss alle Feinde beseitigen, ohne auch nur einen Kratzer abzukriegen. Was für ein Knacksen dann. Boah, mit dem meisten Gesicht, ey, ne? Dieser Mackit. Wie der heißt. Blending den kaputt, ey. Ich mein. Eigentlich also müsste das umgekehrt sein. McDonald's weniger Leute. Burger King viel Leute. McDonald's schlechte Qualität. Burger King gute Qualität. Versteht? Du, auch für dumm. Ich bedrohe ja keinen. Ich will auch nicht, dass er irgendwie nachher weint. Er mich bedroht, der weil ich zu Burger King bleiben muss. Aber probiert doch einmal bitte mal den Hamburger. Probiert doch mal. Wart ihr denn schon mal da? Könntest behaupten, dass es schlechter ist. Hä? Ja. Also nein. Ando. McDonald's ist besser, komm, ich mach mehr Ruhe von. Und zwar ich wie Geikens, ich habe ja nichts gegen den, ne? So ein korrekter Typ. Macht doch beste Qualität von Videos. Aber da, wo ich gesehen habe, Alorca Video, habe ich zwar, ja, das war ja eigentlich ganz okay, ne? Dann sagt er so, okay, guck mal da, hoffentlich haben wir das nicht in mein Apartment. Als ob Burger King so schrecklich wäre. Sagt ja mal froh, dass das mal gibt, ne? So eine beste Qualität, Burger. Ich meine, McDonald's ist ja gut für Kinderpartys. So Geburtstags-Kinderpartys, ne? Und, war ich früher mal mit Kindergeburtstagen immer da. Aber doch nicht, wenn man da mal lecker essen will. Das kann man da nicht. Vertraut mir. Ja, jetzt habe ich 20 weniger Aufrufe, ja. Und der erste schon bei 2 Minuten ausgeschaltet hat. Ja. Danke, ne? Danke für dich, danke, ja. Dazu. Das war ja nur meine, mein eigenes, ja. Also, ich empfehle Burger King, bin auch für Burger King. Und so bleibt es. Oh, 74. verloren. Oh, scheiße. Aber da. 75. Diese Herausforderung ist brutal, Honita. Und wir werden bleiben. Ein Kratzer. Okay. Ja, Wicked Gladiators geht noch ein paar Teile, habe ich gesehen. Und zwar irgendwas mit 40. Boah, jetzt ist das rausgekommen. Scheiße, ne? Ja, nicht 40 oder, ja, ich würde sagen 30. Ich bin mal bei 22, ich habe bisher 22 gedreht. Aber ich wette so 30 werden es rauskommen. Wie Ace Hardlight? Ist Ace Hardlight in der Hose? In der Mose? Und der nächste Endgegner kommt aber erst später. Weil die letzten Endgegner kommen immer so spät, ja. Ich weiß auch nicht.
Ich weiß aber nicht mal, wer der nächste Gegner ist, sonst möchte ich das spoilern. Nein, krieg ich nicht. Aber so weiß ich das noch nicht. Also auf jeden Fall ist es nicht Ace Hardlight. Das ist er noch nicht. Das kann ich euch schon mal behaupten. Ja, was haben wir denn noch zum Thema? Also, das war ja... Boah, es hat uns 10 Minuten aufgehalten, ey. Dieses, Thema Breaking McDonald's. So, jetzt habe ich das wieder. 76. Niederlage. Ich hab's, hab ich gesehen. Pokémon Day 2012, ja. Pokémon! Wenn der eine andere sagt, irgendwie einen schlechten Kommentar. Ja, genau, diesen Kommentar kam nur öfters. Das Spiel ist nicht, das schreiben die jetzt nicht bei Reddit, weil ich ja hier gute Stimme habe. Aber es sagen die zum Beispiel, bei anderen Videos, zum Beispiel Risen über bei Skyrim. Das muss ich mir später in Zeitlupe ansehen. Genau, das musst du dir später in Zeitlupe ansehen. Ja, dann sagen die immer, du hast volles Rauschen Stimme da, ne? Du musst ein neues Headset kaufen. Oder halt mal deine die Fresse aus dem Mikro. Oder so. Das habe ich schon 10.000 gehört. Und ich sag da immer drauf, ja, ich habe 200 Videos vorgedreht. Kann leider nichts dafür, oder soll ich weiter auf wieder alles neu machen, aufnehmen? Ja, mit der neuen Stimme, ey, das ist doch. Ja, ne? Also da oder da sagt jemand, ja, Lisa, hast du jetzt endlich mal ein neues Mikro? Denke ich mal. Bist du blöd? Ich hab schon ein neues Mikro. Wie jetzt im gerade. Das ist das neue Mikro. Weißt du? Wenn derjenige das nicht hört, dass es ein neues Mikro ist. Und er sagt, das ist schlecht. Kann ich auch nichts dafür, also hat er irgendwas in den Ohren. Ach, das ist der Versuch. Yeah. Boah, ist das noch? Wie lange geht das denn noch? Hä? Wie lange geht das denn noch? Ich muss vielleicht noch duschen. Mach mal schneller hin, ne? Mach mal einen Sieg. Das ist, glaube ich, der dritte Part, ne? Von 5. Also von den Titel. Wie gesagt, da oben die Titel. Let's play. Also ich muss schon ganz für Dumme sagen, weil manche sind nicht so da einig, ne? Oh, und 5 Minuten muss ich auf Ruhe. Denn dann ist bei uns hier eine Stunde, ne? So. Und heute in der Schule war es mal wieder bescheuert. Das haben wir eigentlich doch. Eigentlich immer was gut. Die letzte Stunde waren gut. Haben wir getöpfert. So ein Keramik. Genau. Keramik hatten wir dann. Haben wir so getöpfert und mit Fäßchen, ne? Brutal! Ist auch brutal! Hornida! Ich hätte sie in den Ostländer in der Nacht da draußen, hä? Ja, warte mal, ich guck mal bei meine Projektliste, dann kann ich euch schon mal sagen, was ich let's playen werde. Habe ich mir gedacht, also wer bis dahin anschaltet, der hat Glück. Meine
Hallo. Wollte schon sagen, mach dich wohl gerade mal die Projektliste raus. Ich habe eine Projektliste und eine Terminliste. Die Projektliste sagt an. Oh, turn, let's play, ich obliven. Wizen 2, Defiant 2, Pokémon Schwarz 2, Wedge Gladiators, das gerade kommt, und der Elder Scrolls Skyrim. Ich dachte schon, das wär's vorbei. Genau, also was jetzt, also es wäre, Spoiler ist ja gar nicht, ne, eigentlich im Satz. Also wer bis dahin schon auch guckt, ne, der hat Glück, der hört das, was bald kommt, ne. Also, immer bis zum Ende gucken, ne? So ist es doch. Immer verfolgen, den Let's Play. Und zwar ist das nächste Projekt Machinarium. Vielleicht kennt der andere das nicht, oder ist ein PC-Spiel als Abenteuerspiel. Hat 17 Parts, kann ich auch schon sagen. Hab ich schon durchgespielt. Beginnt am 31.10.2012 bis 27.12.2012. Ja, 2 Monate ist das nur, also so ein kleines LP, ne? Zwar nicht so geile Qualität, aber wenn er eigentlich mal Google eintippt, macht Machinarium, kann das sehen, das ist los. Danach kommt Portal 2, kennt vielleicht der eine oder andere, mache ich Blind PC. Geschicklichkeitsspiel und hat momentan 7 Parts gerendert, also schon so. Beginnt am 31.12.2012 bis irgendwas mit 14.13, keine Ahnung, den Dreh rum. Ist so eine geraten, also ich hab's noch nicht durchgespielt. Dann The Next Big Thing, es ist auch so ein Hopp-Hopp-Spiel wie Machinarium. Zwar beginnt das im zweiten. Zwar ist das ein PC-Spiel, Abenteuerspiel. So wie Machinarium. Hat momentan 3 Parts nur. Und beginnt am 2.2013 bis 4.3.2013. Das ist dann die Staffel 8. Ja. Also Machinarium ist noch Staffel 7. Portal 2 Staffel 8. The Next Big Thing ist Staffel 8. So, dann was in Staffel 9 rauskommt, das sage ich euch auch noch. Also bis dahin schon einschaltet, der ist tapfer. Zusehen. Und zwar ist das nächste, danach das Projekt New Super Mario Bros. 2. Das kennt. Das ist schon. Also es ist noch nicht so neu, ne? System 3DS, Jump'n'Run Spiel. Habe ich noch nicht angezockt, also keine Parts noch nicht. Und beginnt am 3.2013 bis 6.2013 und ist 9. Staffel. So, was ich vielleicht Let's Playen werde, ist Tomb Raider. Das kommt ja Ende 2012 raus. Keine Ahnung wann. Es ist vielleicht ein Spiel, was ich Let's Playen werde. Und zwar wenn überhaupt in 2013. Ne? Ist ja noch klar. Und was ich auch noch vielleicht Let's Playen werde, ist zwar noch nicht raus das Spiel. Das ist Definity 3. Für PC, Rollenspiel 2013. Ich weiß nicht, ob das da rauskommt, aber also wenn das rauskommen sollte, spiele ich es. Das ist schon mal klar. Und mit den Projekten mit Risen 2, also achso, Oblivion habe ich durchgespielt. War ein geiles Spiel. Hört das am 1.11.2012 auf. Risen 2 Dark Waters habe ich auch durchgespielt. Hört am 4.2.2013 auf. Definitiv
habe ich jetzt nicht durchgespielt, geht aber so, eine Schätzung ist das zweite 2013. Also Februar 2013 hat das vielleicht auch. Dann Pokémon Schwarz 2 hört am 17.12.2012 aus. Und Legend Gladiators, das ist auch so ein Dreh rum. Irgendwas, irgendwann im, ja, wenn das geht, Oktober. Ich glaube eher, dass es im November aufhört. Skyrim, schätze ich mal, geht bis 6.2.13, habe ich noch nicht durchgespielt. Und warte mal, wir sind bald zum Ende. Habe ich mal hier ganz voll gequatscht. 90. Versuch. Ach, scheiße, ey, wie viele Versuche. Ich sag mal schon mal für. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Daumen hoch für, wenn es euch gefallen hat, und Daumen runter, wenn es euch nicht gefallen hat. Bitte favorisieren und bitte anschauen. Also bitte auch an euch allen. Hoffe mal, dass ich viel Aufrufe dafür bekomme. Dass sich auch jeder das ansieht, ne? Was am Anfang passierte, so habe ich gesagt habe. Und ja. Dann der letzte Versuch, 91 noch. Und danach hör mal auf. Ja. Und dann sage ich mal tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum 13. Part, bitte. Ciao. Ciao und tschüss. Tschüss. Tschüss mit tschüss mit H. Und zwar jetzt.